Hallöchen Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Angespiel. Loot Hero DX heißt das Spiel heute. Und wieder ein Steam-Spiel, wo ich einen Key bekommen hatte. Wir machen einfach ein neues Spiel. Ein legendärer Drache sucht die Länder heim, das heißt das, glaube ich. Hunting the Lands, das ist egal. Jo, überskipp mal so ein bisschen die Story. Genug gelesen. So, wir haben verschiedene Landschaften, die Wälder, die Wüste, die Sümpfe, der Bambuswald, der Dschungel, bis ganz hinten, bis 9, der Vulkan mit dem Drachen. Und wir müssen immer das Vorige anscheinend weiterspielen oder durchspielen, bevor wir weiterkommen. Deswegen fangen wir einfach mal mit Difficulty 1, Schwierigkeit 1, The Woods an. Und hier haben wir Bestiarium noch, also die ganzen Viecher, die wir entdecken können sozusagen. Orks und Goblins, Rattenmänner, Froschmänner, Vogelmänner, Untote, Schneemänner, Werwolfs, Minotauren und der Drachenclan. Und Achievements, ja, gibt es 20 Achievements, die wir haben könnten, die wir sammeln könnten. Aber fangen wir erstmal mit dem Kapitel 1 sozusagen an. Man soll einen Gegner reinrennen, uns zu anzugreifen und wir sollen Loot, Heiltränke und Unbesiegbarkeitstränke aufsammeln. Okay, ich kann... Gut, wir verlieren noch HP, ne? Wir haben allerdings noch nicht genug Gold. Increase Attack Power, Critical, Increase Defense und Movement Speed. Und wenn wir ein Level aufsteigen, dann... Jetzt habe ich 6 Gold, jetzt können wir theoretisch was kaufen. Increase Attack Damage. Bam. Also man rennt gegen Gegner und verliert halt, oder man kriegt halt Schaden. So, wir machen auch was, machen wir ein bisschen Defense höher. Dann würde ich allzu viel Schaden kassieren. Und wir kriegen Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung. Wir können einfach hier noch durchrushen. Zack. Und ja, Speed, komm, machen wir alles höher. Oh, da sind größere Bosse schon. Noch haben wir nicht genug Gold. Speed Adjust. Keine Ahnung, ob das was gebracht hat. Bam. Und jetzt können wir nochmal Attack hoch. Und ihr seht, da vorne vor meiner Lanze ist jetzt schon so ein, weiß nicht, so ein... ja, was da dran? So eine Faust. Und wir machen das beides immer erstmal. Erst Attack und Defense, damit wir durchrushen können. Ab und zu gibt es ja auch Tränke. Ich fühle mich nämlich immer wieder mit dem Leben. Oh, da ist ein Boss. Der erste Boss geht da, glaube ich. Ja. Stage clear. Wir haben sogar ein paar Edelsteine bekommen. Und vielleicht sind die einfach wertvoller als normale Münzen. Und damit haben wir theoretisch die erste Stage abgeschlossen. Was ist denn, wenn ich hier nochmal... Okay, wir machen erstmal 2. Home to the Red Man. Jetzt müssten wir unsere bisherige, genau, wir haben alles bisherige, behalten wir. Und machen jetzt sozusagen weiter. So, Attack höher, Critical höher. Und wir müssen, wow, ich sterbe gleich. Da ist glücklicherweise ein Trank gewesen. Gut, den Speed machen wir erstmal nicht höher. Ah, die machen ganz gut Schaden jetzt mittlerweile schon, Level up glücklicherweise. Bam, bam. So, jetzt machen wir Attack hier noch ein bisschen höher. Damit wir jeden Instant umnieten können. Sagen wir schon wieder eine Heal Potion, ist auch wichtig. So, jetzt aber 8 bis 15 Schaden, 9% Critical, 12 Defense und 2er Speed. Achievement Unlocked Warrior. So, da ist eine Heal Potion. Wow, okay. Die lag glücklicherweise noch vor dem Gegner kurz. Critical höher. Speed ist nicht ganz so wichtig. Da ist Critical und das alles andere schon wichtiger. Allerdings weiß ich nicht, was diese Level-Ups bringen. Überhaupt gar nichts eigentlich. Außer halt, dass man ein Leben wieder kriegt. Au, au. Das sind ziemlich viele große, dicke Gegner. Und da ist der Boss-Gegner, den wir gerade so töten konnten. Wir hatten nur noch wenig Leben übrig. So, die Sümpfe. Ich glaube, wir können sogar hier jetzt nochmal theoretisch das gleiche weitermachen. Wir müssen jetzt irgendwas mit 180 Gold haben oder so. Oder 205 sogar. Und können theoretisch die ganzen Missionen nochmal machen, um halt uns immer wieder höher zu leveln. Guck mal, Speed höher. Und das ist natürlich wesentlich einfacher für uns hier durchzurushen, weil wir einfach schon wesentlich stärker sind.
Und jetzt ist das Level-Up auch nicht ganz so wichtig. Ja, machen wir Defense höher. Jetzt kriegen wir nicht mehr allzu viel Schaden, wie ihr da unten seht. Aber man kann es ja mal ganz fix hier durchmachen nochmal, um so ein bisschen zu trainieren für die Sümpfe gleich. Rushen wir einfach mal durch. Ich glaube, der Speed ist dann später einfach nur zum Farmen. Dass man die ganzen Stages easy going durchrushen kann. Und jetzt müsste gleich der Bossgegner kommen, nach dem hier. Ja, da ist er. Niu, weggedrückt den Gegner. Okay, dann gehen wir auf zu den Sümpfen. Bam. Home to the Frogman. Piu, piu. So, jetzt haben wir Attack ein bisschen höher. Und ihr seht, die Gegner werden immer fast instant umgenockt. Und selbst ich kriege kaum noch Schaden, das ist wirklich gut. Ja, so schwer ist das Spiel nicht. Zumindest bisher noch nicht. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Innerhalb von 6 Minuten schon mal die ersten paar Stages absolviert. So, machen wir mal Defense höher. Und gleich haben wir Level. Ja, jetzt ist auch schon immer ein bisschen schwieriger mit dem Aufleveln. Speed können wir mal höher machen. Und Level Up. Ja, leider gibt es für das Level Up eigentlich nicht so viel. Und jetzt können wir bam, bam, bam. Den Frosch easy weggenockt. Ach guck mal, da gibt es später noch die Mine. Ne, die Mine. Doch, die Mine ist noch was Neues, glaube ich. Aber es gibt anscheinend noch mehr. Guck mal, ich kann hier den Speed wieder erhöhen. Ah ja, okay, man muss den Speed selber noch justieren, sozusagen, wenn man ihn freigeschaltet hat. Ihr seht, ich rush hier durch. Njung. Das stockt immer ein bisschen, wenn es hier zu gehen dann kommt. Jetzt ist es schneller. Ja, easy going durch. Brauche hier gar nichts kaufen. Ich habe auch gar nicht genug Kohle dafür. Und jetzt müsste gleich wieder der Bossgegner wahrscheinlich kommen. Ja. Njung. Oh, er hat mich fast gekillt. Ja, da war schon ein bisschen schwieriger. Ich denke, wenn wir nächste Stage jetzt machen und zum Gegner kommen, dann könnt ihr uns durchaus besiegen. Und ihr seht, da hinten ist die Mine noch. Also gibt es noch was weiteres, wenn man dann später den Vulkan-Dings gemacht hat. Also gibt es schon ein paar mehr Levels noch. Aber das ist halt wohl das erste Kapitel, kann man so sagen. Oh, jetzt machen die ganz gut Schaden. Holy shit. Ah, wir sparen mal für den Attack. Da ist der Attack. Ist so eine kleine Bohrmaschine an mir, vor mir dran. Defense brauche ich definitiv. Ich kriege so viel Schaden ab. 230. Level up, yay! Ja, das Teil immer fallen lassen ist sehr praktisch. Ah, da ist Critical. Nehmen wir uns gleich mal mit. Und Bossgegner. Ah ja, okay. The Jungle. Eine riesige, ekelhafte Spinne war es gewesen. Ich glaube, wir machen die ganzen neuen Stages hier einfach mal durch und gucken dann, wie es weitergeht. Sollte nicht allzu schwierig sein. Njung. Na, wobei ich glaube, wenn wir machen, müssen wir ein bisschen trainieren. Ich kriege hier schon ordentlich auf die Fresse. Aber wir gehen auf Attack. Damit auch jeder wirklich One-Hit stirbt. Oh, da hatte ich gerade eine Unbesiegbarkeitspotion gehabt. Immer das Gelbe ist eine Unbesiegbarkeitspotion. Dann kriegt man keinen Schaden. Dann sollte man das auf jeden Fall auch nutzen. Hinter mir ist was. What the fuck, die kommen wieder. Okay. Lol. Das ist ja cool. Die kommen wieder. Okay. Jetzt geht's zum Bossgegner. Immer vom Bossgegner kommt glücklicherweise so eine Potion. Oh, das war ja easy. Also gut, das heißt, man kann die ganze Zeit hin und her laufen, wie man möchte. Und würde trainieren. Kommt man halt nicht ständig in diese Ladescreens. Werwölfe. Cool. Rennen wir mal aber durch, auch wenn ich so viel Geld habe. Okay, ich muss Attack aufrüsten. Stacked.
Wow, riesige Werwölfe. Holy shit. So, gleich Level 12. Ah, ist schon schwieriger mit dem Leveln. Defense. Und wieder zum Bossgegner. Ah ja. Relativ einfach, der Bossgegner, die Bossgegner. Da sind die kleinen immer schwieriger, weil es einfach so viele sind. Ja, ganz entspannt. Und jetzt die Minotauren. Im alten Griechen. Land. Ah, 590 Gold brauche ich jetzt für den nächsten Attack Upgrade. Njung. Wow, okay, der war knapp. Ich sterbe. Ah! Der war close, sehr close. Ich sterbe. Okay, bin tot. Click to revive. Hat er immer noch volles Leben oder? Nee, okay, er verliert auch Leben. Nee, doch nicht, bitte. Doch. Aber ich müsste jetzt theoretisch trainieren. Immer wieder hier hin und her, hin und her, hin und her. Um mich ein bisschen aufzurüsten. Ja, es dauert echt eine ganze Weile. Also ich glaube, einen Attack musste ich höher machen. Having trouble. Bin ich gerade wieder gestorben? Nein, oder? Doch, tatsächlich, ich bin gerade gestorben. Ja, also wieder kurz vorm Bossgehen. Ich brauche allerdings noch ein bisschen Geld. Ich meine, ich habe, wow, 590 brauche ich. Also viel Geld bringt die nicht wirklich, ne? Ja, ein bisschen weiter nach links. Ah, ich glaube, nach der Mission, der Drache ist aber auch ziemlich cool. Mal gucken. Guck mal, ich kann mein Speed wieder höher machen. Ne, doch nicht. Sah so aus. So, und hier ist, glaube ich, wieder Bossgegner. Werde nochmal ein Stück zurücklaufen. Ne, jetzt kommt er erst. Stimmt, vom Sound her erkennt man es immer. Gold brauche ich noch. Ich glaube, das sollte auch reichen. Der Attack Damage sollte definitiv reichen. Können natürlich auch Critical machen, aber da ist es Glückssache, ob ich crit oder nicht. In Erfahrung kriege ich auch kaum noch. Das ist so viel wie Gegner, wie ich besiegen müsste. Aber das Level an sich bringt halt auch nicht wirklich viel. So, dann haben wir die 590 Gold. Gucken, was das bringt. Ihr seht, hier ist so ein kleiner Rang gerade aufgestiegen. Jetzt bin ich schon Rang 12, 22, 32, 42. Also bis Rang 50 wahrscheinlich geht's. Jeweils. Oh mein Gott, der ist so verdammt stark. Ach, guck mal, ich verliere immer wieder Erfahrung. Durch sie wiederbeleben. Okay. Also, der ist schon ein bisschen stärker. Da muss man also wirklich ein Weilchen trainieren. Hin und her laufen und alles. Um den besiegen zu können. Obwohl ich jetzt schon Attack Damage aufgerüstet habe, schafft er es dennoch, mich immer wieder zu besiegen. Gut. Ja, ich würde sagen, damit ist es angespielt zu Loot Hero DX vorbei. Es gibt auf jeden Fall noch weitere Missionen. Ich hätte jetzt gerne die Drachen noch gemacht oder so, aber wenn er halt so stark ist, dann geht's halt noch nicht. Da muss man wirklich ein bisschen leveln. Und trainieren und Coins sammeln, um stärker zu werden. Okay, meine lieben Freunde. In der Videobeschreibung der Link zum Steam-Spiel. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Angespielt. Ciao!